Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich fahre heute weiter auf dem Oder-Neiße-Radweg von Stolzenhagen über Schwedt und Garz nach Mecherin. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Es ist 10:15 Uhr am 16. August 2024. Das Fahrrad ist gepackt, kann losgehen. Ich habe hier heute in Stolzenhagen auf dem Campingplatz übernachtet, an der alten Oder. Jetzt geht es da auf dem Oderdeich weiter Richtung Norden. Und da drüben war der Campingplatz. Bin ein bisschen spät dran heute, habe mir Zeit beim Frühstücken und beim Abbauen gelassen. Geht heute nicht so weit, so ungefähr 50 Kilometer. Danach kommt erstmal kein Campingplatz. Ja, und das nächste Ziel ist Schwedt, 20 Kilometer. Das ist auch die nächste Möglichkeit, irgendwas einzukaufen oder einen Kaffee zu bekommen. Das ist dünn besiedelt hier in Brandenburg. Schönster Betonplattenweg, aber es geht noch schlimmer. Das ist noch ganz gut befahrbar. Ah, hier halten die Schafe das Gras kurz auf dem Deich. Da vorne ist die Burg Stolpe, die steht aber auf der anderen Seite der alten Oder. Es ist inzwischen fast 11 Uhr und Schwedt ist jetzt noch 14 Kilometer entfernt. Die Burg und das alte Pumpenhaus waren, glaube ich, die einzigen Baudenkmäler auf der Strecke. Es kommt nur noch Natur. Das hier ist, glaube ich, immer noch die alte Oder und das ist Stützkow. Und wir sind inzwischen in der Uckermark. Da bringt einer sein Boot von der Ostsee zurück ins Winterlager. Ja, wenn der Himmel blau ist, ist auch das Wasser blau. Nee, auf der alten Oder ist richtig Schiffsverkehr. Ich glaube, die können immer nur in eine Richtung fahren. Ich sage jetzt mal einfach, dass das die alte Oder ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Na, da liegt Schwedt, die Perle der Uckermark. Fahr auf jeden Fall mal rein und versuch mal einen Kaffee zu bekommen. Springen von der Brücke verboten. Man könnte auf einem Schiff landen. Und da komme ich her. Glück hatte ich so eine Art Rückenwind bisher. Ja, es gibt eine Straße, die durch Schwedt führt, aber so ein richtiges Ortszentrum scheint es nicht zu geben. Hier wird wohl hauptsächlich gewohnt, aber wo wird gearbeitet? Jetzt bin ich mal Richtung Kirchturm gefahren. Ja, das scheint das Zentrum von Schwedt zu sein hier. Das ist eine Fußgängerzone. Es gibt kein Café, nur Dönerbuden. Wasserspiele, die St. Katharinenkirche und Fußgängerzone Nummer 2. Es ist inzwischen 12:30 Uhr. Ich habe eine Pause gemacht hier in Schwedt. Das ist die alte Oder. Und während meiner Pause hat sich der Himmel ein bisschen zugezogen. Es ist weniger geworden. Aber ich glaube, es ist immer noch Rückenwind. Hier hätte ich auch schön sitzen können. Naja, jedenfalls fühle ich mich heute nicht ganz so fit. Ein bisschen ausgebrandenburgt. Jetzt fahre ich ganz langsam weiter. Es sind nur noch 25 Kilometer bis zum nächsten Campingplatz. Der offizielle Weg würde jetzt an der alten Oder entlang zurück zur Oder gehen. Aber ich fahre jetzt hier an einem Kanal nach Norden, weil der Radweg dann an einer Stelle einen Knick zurück macht, um zu einer Brücke zu kommen. Und zwar einen ganz schönen Bogen, den spare ich mir so. Ich hatte mich ja eben gefragt, wo die Schweter wohl arbeiten. Hier. Das Werksgelände ist größer als das ganze Stadtgebiet. Ich weiß nicht, was sie hier produzieren, aber es riecht irgendwie nicht gut.
ist 13.30 Uhr. Ich habe die Alte Oder oder wie immer dieser Kanal heißt, überquert. Ich fahre jetzt durch brandenburgischen Kiefernforst nach Norden. Ganz schön wellig hier. Jetzt komme ich endlich wieder zurück an die Oder. Wie schön. Aber zu früh gefreut, das ist sie noch gar nicht. Das ist die Alte Oder immer noch. Kam mir doch so schmal vor. So, nun kommen wir aber an die Oder. Hier gibt es jetzt auch endlich wieder diese schönen Grenzsteine. Da hinten liegt schon Garz. Mal sehen, ob ich da eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen bekommen kann. Jetzt war ich gerade noch einkaufen und vorher habe ich meine netten Zeltnachbarn hier in diesem kleinen Café getroffen. Da habe ich noch ein Stückchen Pflaumenkuchen und ein Espresso zu mir genommen. Inzwischen ist es 14:45 Uhr, die Zeit vergeht. Und jetzt fahre ich nach Garz rein, vielleicht gibt es da ja noch was zu sehen. Das ist die St. Stephanskirche in Garz. Mal sehen, was der Ort sonst noch so zu bieten hat. Altstadt-Imbiss mit wunderschönen Geranien. Ein Traum. Das sieht aus, als wäre es eine historische Litfaßsäule, aber die wird wahrscheinlich nicht mehr genutzt. Dann haben wir hier noch sich umschlingende Kraniche, die im November wieder über mein Haus fliegen werden. Noch eine Kirche von einer Blautanne verdeckt. Der kann den Namen jetzt leider nicht lesen, weil mein Display so spiegelt. Da hinten sind auch noch ein paar interessante historische Gebäude. Ah, das war Garz und jetzt geht es zurück zur Oder. Jetzt noch 5 oder 6 Kilometer bis zum Campingplatz. Ich sag gleich den Ort, in dem er liegt. Ein Wildschweinzaun, aber da hat jemand das Tor nicht zugemacht. Und hier ist der Weg übelst unterwurzelt und ich sehe das bei diesen Blätterschatten immer nicht. Das irritiert meine Augen komplett. Dann bretter ich da drüber und alles tut weh. Eine Katze. Ja, der Campingplatz heißt Campingplatz am Oderstrom und liegt ein kleines Stückchen südlich von Mescherin an der Oder. Ich bin gedanklich noch an der Donau, nicht an der Oder, und habe eben aus Donau und Oder Onau gemacht. Es ging jetzt eine Weile durch finsteren Wald und jetzt mal eine Lichtung mit einem Feuchtgebiet. Jetzt kommen wir schon nach Mescherin, aber der Campingplatz ist noch ein Stück und der eigentliche Ort auch noch. War doch nicht mehr so weit. Hier stehen schon ein paar Zelte. Es ist 16.30 Uhr, endlich steht das Zelt. Es ist eine riesige Zeltwiese hier. Ich glaube, da kann man noch mit dem Kanu anlegen da vorne. Der Campingplatz heißt ja am Oderstrom und liegt auch direkt daran. Ja, und morgen geht es dann noch ein Stückchen weiter an der Oder. Dann verlässt die Grenze allerdings den Fluss und deswegen muss ich dann ein bisschen durchs Inland Richtung Bodden. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal. Schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!